Parlaments, Herr Präsident der Republik, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jeder von uns spürt in diesen Tagen, dass das, was sich jetzt in Europa ereignet, vor allem in Mittel-, in Ost- und Südosteuropa, Ereignisse von geschichtlicher Tragweite sind. Und ich danke Ihnen, Herr Präsident, und dem Hohen Haus sehr herzlich für die Gelegenheit, in dieser Stunde Ihnen die Haltung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu erläutern. Herr Präsident Mitterrand hat Ihnen soeben Ergebnisse des Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft vom vergangenen Samstag in Paris dargelegt und erläutert. Ich darf Präsident Mitterrand auch von dieser Stelle aus nochmals sehr für seine Initiative danken, angesichts der akuten Ereignisse und das will ich betonen, auch vor dem Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und der Sowjetunion einen eingehenden Meinungsaustausch über die uns gemeinsam bewegenden Fragen noch vor dem regulären Europäischen Rat am 8. und 9. Dezember, also in ein paar Tagen, hier in Straßburg zu führen und jetzt notwendige Entscheidungen einzuleiten. Meine Damen und Herren, wir alle sind Zeugen eines großen Umbruchs in Europa. Hier bei uns im Westen Europas bereiten sich die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aktiv auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor. Durch den großen europäischen Binnenmarkt, den wir gemeinsam am 31. Dezember 1992 vollenden wollen, wird Westeuropa mit über 320 Millionen Menschen zum größten Wirtschaftsraum der Welt. Darüber hinaus sind wir jetzt schon dabei, die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft über dieses Datum hinaus mit dem Ziel der politischen Union vorzubereiten. Und ich will ja sagen, für die Bundesregierung, für uns ist dieser große Markt eine wichtige Station, aber es ist eine Zwischenstation. Wir wollen die politische Einigung Europas. Und das, was jetzt erarbeitet werden muss, die Ausfüllung der sozialen Dimension des Binnenmarkts, um auch die vielen Millionen der Arbeitnehmer und ihrer Vertretung, ihrer Gewerkschaften, nicht nur mit ihrem Verstand, sondern auch mit ihrem Herzen für dieses Europa zu begeistern und die notwendigen Entscheidungen für die Wirtschafts- und Währungsunion sind wichtige Marksteine auf diesem Weg. Mit einem Wort, die Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft muss weitergehen. Zugleich vollziehen sich im Osten unseres Kontinents in immer mehr Staaten mit atemberaubender Geschwindigkeit grundlegende Veränderungen des politischen, des wirtschaftlichen und des gesellschaftlichen Systems. Zu den Auslösern dieser Entwicklung gehört vor allem auch die von Generalsekretär Gorbatschow eingeleitete Politik der Umgestaltung. Er verdient dafür unsere Anerkennung. Meine Damen und Herren, ich bin mit ihm darin einig, dass für die Gesamtentwicklung in Europa der Erfolg der Reformen in der Sowjetunion von ganz wesentlicher Bedeutung ist. Gleiches gilt im Übrigen, und das sollten wir in dieser Diskussion nicht vergessen, für die Notwendigkeit weiterer Fortschritte bei der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Es kommt heute auch entscheidend darauf an, dass in unseren Tagen die Wiener Verhandlungen zu Erfolg führen. In Ungarn und Polen und jetzt auch in der DDR waren es die Menschen selbst, die den Weg zu tiefgreifenden Reformen geöffnet haben. Gleiches gilt, wie ich hoffe und Sie alle auch, für Bulgarien, hoffentlich auch zu einem nahen Zeitpunkt für Rumänien und für jedermann erkennbar in diesen Tagen für die CSSR. Die Bilder aus Prag sind Bilder, die unsere herzliche Sympathie, unsere herzliche Hoffnung für die Menschen der CSSR beinhalten. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges besteht damit die begründete Hoffnung auf die Überwindung des West-Ost-Konflikts, auf dauerhafte Stabilität in gemeinsamer Freiheit für ganz Europa. Ich weiß, wir stehen natürlich erst am Anfang einer solchen Entwicklung. Und niemand von uns darf die Risiken eines Scheiterns und die sich daraus möglicherweise ergebenden Gefahren unterschätzen oder übersehen. Ich möchte auch in dieser Stunde der Hoffnung davor warnen, die Realitäten zu übersehen und Visionen und Illusionen anstelle der Realitäten zu setzen. Aber, und dies gibt uns Hoffnung, es gibt jetzt eine wirkliche Perspektive für den Wandel in ganz Europa. Eine wirkliche Chance für eine europäische Friedensordnung, für ein Europa der Freiheit, der Menschenrechte und der Selbstbestimmung. Es war die neu gewonnene Dynamik des europäischen Einigungsprozesses in den letzten Jahren, die die Reformprozesse in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas so nachdrücklich gefördert hat. Und deshalb, meine Damen und Herren, wäre es ein schwerer Fehler und eine völlige Verkennung der Situation, wenn wir jetzt dem Prozess der europäischen Einigung den Schwung nehmen würden. Aus vielen meiner Gespräche und mancherlei Informationen weiß ich, dass die Ausstrahlungs- und Anziehungskraft der europäischen Gemeinschaft die Menschen in ganz Europa in ihren Bann schlägt. Es liegt daher in unserem gemeinsamen Interesse und unserer gemeinsamen europäischen Verantwortung, dass diese Reformprozesse vorankommen und Erfolg haben. Die europäische Gemeinschaft und alle ihre Mitglieder müssen hierzu mit Klugheit und mit Augenmaß, mit Einfallsreichtum und Flexibilität, aber auch durch die Bereitschaft zu wirklich tatkräftigen, weitsichtigen Programmen der Zusammenarbeit ihren Beitrag leisten. Helfen wir gemeinsam, einfach in dem Bewusstsein, es geht um Europa, es geht um unser Europa, meine Damen und Herren. Und Europa, das will ich in dieser Stunde noch einmal wiederholen, ich habe es hier schon einmal gesagt, ist eben mehr als das Europa der 12 der Europäischen Gemeinschaft. Zu Europa gehören nicht nur London, Rom, Den Haag, Dublin, Paris. Zu Europa gehört ebenso Warschau und Budapest, Prag und Sofia und natürlich auch Berlin, Leipzig und Dresden. Und gerade die Ereignisse in Mittelost- und Südosteuropa machen uns allen mehr als deutlich, wie richtungweisend die einheitliche europäische Akt ist. Sie gibt uns vor, den Auftrag, eine gemeinsame Außenpolitik zu erarbeiten und dann auch zu realisieren. Mit solidarischem Handel gegenüber den Ländern sind wir auf dem richtigen Weg. Andererseits würde es auch in diesen Ländern kaum jemand verstehen, wenn wir in unserer europäischen Gemeinschaft mit der wirtschaftlichen und der politischen Integration nicht entschieden weitergehen würden. Und auch das darf ich hier heute mit Bedacht sagen. Allen Zweiflern an der Haltung der Bundesrepublik Deutschland sei klar ins Stammbuch geschrieben: Die deutsche Bundesregierung steht voll zur einheitlichen Akte und den darin enthaltenen Zielsetzungen. Sie steht zur Verwirklichung der Europäischen Union, zur Fortsetzung und zur Stärkung des europäischen Einigungsprozesses gibt es für uns keine Alternative. Unsere Haltung ist klar und deutlich, und es ist niemandem gestattet, daran zu zweifeln. Wir wissen als Deutsche angesichts der Geschichte dieses Jahrhunderts, und es trennen uns nur noch 10 Jahre von der Schwelle des 21. Jahrhunderts, wir wissen um unseren besonderen Auftrag, und ich sage das sehr persönlich, um unsere europäische Berufung. Und die historischen Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate in Polen und Ungarn und zuletzt auch in der DDR und insbesondere in Berlin haben das Gesicht Europas und damit immer auch das Gesicht Deutschlands verändert. Das, meine Damen und Herren, war auch während meines Besuches in der Volksrepublik Polen in den Tagen vom 9. bis 14. November in besonderem Maße spürbar. Beides, unser Verhältnis zu Polen und die Entwicklung in der DDR, hängen aufs Engste zusammen. Während Polen und Ungarn zusammen mit der Sowjetunion nicht mit tiefgreifenden Reformen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorangegangen, hätte die jetzige Entwicklung in der DDR nicht heranreifen können. Und genauso gilt, ohne den Erfolg der Reformen in Polen und Ungarn würden auch die Umgestaltungsmöglichkeiten anderswo und nicht zuletzt in der DDR gefährdet werden. Und diese Reformen dürfen nicht scheitern. Ihr Erfolg liegt im Interesse von ganz Europa. Wer sich jetzt verweigert, meine Damen und Herren, der verrät Europa und der verrät die Sache der gemeinsamen Freiheit aller Europäer. Gerade deshalb habe ich für alle Polen die zentrale Botschaft mitgenommen. Sie gehen diesen schwierigen Weg, der ihnen Anstrengungen und Opfer abverlangen wird, nicht allein. Sie können sich auf ihre Freunde im Westen verlassen. Und ich möchte diese Botschaft auch hier dem Europäischen Parlament weitergeben. Es ist jetzt die Stunde europäischer Solidarität. Und wir alle schulden unseren europäischen Nachbarn in diesen Ländern, in denen Jahrzehnte der Wissenschaft die Menschen um die Früchte ihrer Arbeit betrogen haben, notwendige Solidarität. Ich habe mich persönlich für weitreichende wirtschaftliche und finanzielle Hilfsmaßnahmen und ein Angebot umfassender Zusammenarbeit mit Polen eingesetzt. Wir haben diese Überlegungen auch im Kreis der Bundesregierung sorgfältig erwogen. Wir haben im Bewusstsein nationaler und europäischer Verantwortung unsere Entscheidungen getroffen. Ich glaube, im Sinne einer Lastenteilung innerhalb der westlichen Gemeinschaft leisten wir damit zugleich einen substanziellen Beitrag zu den europäischen Zukunftsaufgaben. Bei meinem Besuch in Warschau habe ich gemeinsam mit Ministerpräsident Mazowiecki das vor kurzem unterzeichnete Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EG und Polen als eine wichtige Grundlage für zukünftige Zusammenarbeit gewürdigt. Die dadurch geschaffenen Möglichkeiten müssen umfassend genutzt, der Zugang, und auch das gehört zu unserer Solidarität, für polnische Waren zum europäischen Markt weiter verbessert werden. Aber wir dürfen uns mit diesen ersten Erfolgen nicht begnügen. Jetzt kommt es darauf an, dass die europäische Gemeinschaft mit Offenheit auf diese Staaten zugeht. Auf jene Staaten, die mit einer tiefgreifenden Umgestaltung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich begonnen haben. Wir wollen und sollten diese Reformen mit einem breit gefächerten Programm der Zusammenarbeit unterstützen, auch im Rahmen der damit befassten internationalen Gremien wie dem Internationalen Währungsfonds oder dem Pariser Club. Wir wollen die Handels- und Kooperationsabkommen ausfüllen und aufbauend auf dieser Zusammenarbeit mittel- und langfristig zu einer noch besseren Zusammenarbeit kommen. Meine Damen und Herren, das gilt aus meiner Sicht namentlich für Ungarn. In der oft leidvollen Geschichte unseres Kontinents haben kaum zwei Völker so lange in Frieden und Eintracht miteinander gelebt wie Deutsche und Ungarn. Und aus dieser langen gemeinsamen Geschichte ist eine feste Freundschaft erwachsen, die sich gerade auch in diesen Tagen bewährt hat. Ich erinnere an die vorbildliche Minderheitenpolitik der ungarischen Regierung, die es den Ungarndeutschen ermöglicht, ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Tradition in der angestammten Heimat zu pflegen und nicht in einer Auswanderung ihr Heil zu suchen. Und ich erinnere bewusst auch hier vor dem Europäischen Parlament an den mutigen Schritt Ungarns, den eisernen Vorhang zu beseitigen, seine Grenzen zu öffnen, und zwar nicht nur für eigene Staatsbürger, sondern auch für die Deutschen. Die Bilder dieses Sommers sind uns allen in Erinnerung. Sie haben die Menschen in Deutschland und in Europa bewegt, und wir werden sie nicht vergessen. Beim Prozess der politischen und gesellschaftlichen Reformen schreitet Ungarn zusammen mit Polen so weit in die Richtung einer freiheitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung wie kein anderes Land des Warschauer Paktes voran. Tiefgreifende wirtschaftliche Reformen in Richtung Marktwirtschaft, in Richtung Privatinitiative sind eingeleitet. Wir können dies nur begrüßen. Aber diese Reformen erfordern dort in Ungarn schmerzhafte Anpassungsprozesse, und diese Prozesse brauchen Zeit. Und für diese Zeit, schwierige Zeit des Übergangs, ist westliche Hilfe unerlässlich. Dies bedeutet auch für Ungarn Ausbau der Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft, zügiger Abschluss der Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds und anderen westlichen Gremien und nicht zuletzt bilaterale Hilfen der westlichen Partnerländer. Wir haben hier im Rahmen unserer Möglichkeiten das Notwendige getan. Seit Herbst 1987 hat die Bundesrepublik Deutschland insgesamt über 2 Milliarden D-Mark Ungarn zur Verfügung gestellt. Ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn auch die anderen Länder Europas den Ungarn substanzielle Hilfe zukommen lassen würden. Am vergangenen Sonntag, vor wenigen Tagen, hat mir erst der ungarische Ministerpräsident Németh in einem persönlichen Gespräch mit großer Eindringlichkeit dargestellt, dass es gerade in den nächsten Monaten darum gehen wird, für sein Land und, wie ich vermute, für andere Länder des RGW Engpässen in der Versorgung mit Energie vorzubeugen und die Zahlungsfähigkeit Ungarns aufrechtzuerhalten. Er hat insbesondere unterstrichen, dass die Hilfe des Westens im engsten Zusammenhang gesehen werden muss mit dem ungestörten Fortgang der politischen Reformentwicklung in seinem Land. Meine Damen und Herren, im Frühjahr 1990 sollen in Ungarn die ersten wirklichen freien Parlamentswahlen seit 1945 stattfinden. Gerade im Vorfeld dieser Wahlen gilt es, das Engagement aller Bürger für den Weg der ungarischen Reformen aufrechtzuerhalten und zu verstärken. In der vergangenen Woche hat Ungarn die Aufnahme als Vollmitglied in den Europarat beantragt. Dieser Antrag, meine Damen und Herren, verdient von uns allen volle Unterstützung. Und ich wiederhole, was ich eben zu Polen gesagt habe. Der Erfolg dieses Reformprozesses liegt in unserem, liegt im gesamteuropäischen Interesse. Und ich darf an dieser Stelle meinen Appell vom vergangenen Samstag im Elysée wiederholen. Helfen wir gemeinsam Polen und Ungarn, helfen wir gemeinsam den Ländern Mittelost- und Südosteuropas, die wirkliche Reformen, politische und wirtschaftliche Reformen eingeleitet haben. Unterstützen wir gemeinsam ihren Weg zur Demokratie auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und internationalen Gremien. Es gilt aber auch die Verpflichtung für uns alle, dass den guten Worten so vieler auch viele gute Taten folgen müssen. Eines sei an dieser Stelle auch klar gesagt: Der Weltwirtschaftsgipfel im vergangenen Sommer hat der EG-Kommission die Koordinierung der Hilfsmaßnahmen für Polen und Ungarn übertragen. Helfen wir der Kommission und ihrem Präsidenten Jacques Delors bei der Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe. Nationaler Egoismus ist gerade in der jetzigen Lage völlig fehl am Platze. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in diesem Sinne möchte ich auch an Sie appellieren: Geben Sie all diesen politischen Entwicklungen auch weiterhin gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus und in den nationalen Parlamenten die notwendige Unterstützung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und weltweit haben die Menschen in den vergangenen Tagen gebannt die dramatischen Ereignisse in der DDR verfolgt. Seit der Nacht vom 9. auf 10. November hat sich die Lage in Deutschland und damit im Herzen Europas grundlegend verändert. Der Freiheitswille der Deutschen in Ostberlin, in der DDR, hat Mauer und Stacheldraht friedlich überwunden. Nach fast 3 Jahrzehnten der Trennung feierten die Menschen in Deutschland ein Fest des Wiedersehens, der Zusammengehörigkeit, der Einheit. Wir konnten über die Fernsehschirme und aus persönlicher Beobachtung die bewegenden Augenblicke menschlicher Freude und Fröhlichkeit, Brüderlichkeit und tätiger Nächstenliebe miterleben. Diese Bilder haben deutlich gemacht, die Deutschen, die jetzt im Geist der Freiheit endlich zusammenfinden, werden niemals eine Bedrohung sein, dafür aber ein Gewinn für die Einheit Europas. Und auch um diese Einheit geht es jetzt bei den Ereignissen in der DDR. Die Teilung Deutschlands war seit jeher sichtbarer und besonders schmerzhafter Ausdruck der Teilung Europas. Umgekehrt wird sich auch die Einheit Deutschlands nur vollenden können, wenn die Einigung unseres alten Kontinents voranschreitet. Deutschlandpolitik und Europapolitik lassen sich in keiner Weise voneinander trennen. Sie sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Berlin, diese doch auch europäische Metropole in Deutschland, ist wie keine andere Stadt zum Symbol der Teilung Europas und damit auch der Teilung Deutschlands geworden. Die Mauer stand weltweit für eine unmenschliche Grenze, die das Europa der Freiheit vom Europa der Diktatur trennte und damit auch die Menschen, die zusammengehören. Wir blicken heute mit Hoffnung nach Berlin. Wir empfinden Freude und Genugtuung darüber, dass die friedliche und friedvolle Kraft der Freiheit, Grenzen zu überwinden und das Zusammenkommen von Familien, von Freunden, von Landsleuten zu ermöglichen vermag. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Zeichen für die Zukunft. Denn auf dieselbe Kraft setzen wir auch, wenn es um unsere Vision einer europäischen Friedensordnung geht. Überall dort, wo Grenzen ungehindert überschritten, wo Ideen und Meinungen frei ausgetauscht werden, wo Menschen zueinander kommen können, haben Misstrauen und hat Feindschaft auf Dauer keine Chance. Und die beste Garantie für einen dauerhaften und sicheren Frieden in Europa ist und bleibt die Freiheit der Menschen. Das ist eine Erfahrung, von der sicher nicht zuletzt die großen Gründer, Väter und Mütter der europäischen Einigung immer wieder haben bewegen lassen. Robert Schuman und Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer. Sie wussten, was heute viel zu oft in Vergangenheit gerät und vergessen wird. Der Aufbau des vereinten Europas ist vor allem anderen ein Werk des Friedens. Und dies müssen wir gemeinsam schaffen. Für die Bürger im freien Teil unseres Kontinents, und es gilt vor allem für die junge Generation, ist dies alles heute selbstverständlich. In Freiheit, die Grenzen zu überqueren und Freundschaften zu schließen. Wir wollen, dass dies für ganz Europa selbstverständlich wird. Und Berlin wird in diesem Sinn erneut zum Symbol für die Hoffnung, für die Zukunft, die alle Europäer und alle Deutschen in Frieden und Freiheit vereint. Der Europarat hat in seiner Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 das Fundament einer solch gemeinsamen Zukunft beschrieben oder auch, wenn Sie so wollen, die ganz und gar unverzichtbare Hausordnung für ein gemeinsames europäisches Haus, um dieses Bild hier einzuführen. Die Konvention spricht in ihrer Präambel vom gemeinsamen Erbe an geistigen Gütern, politischen Überlieferungen, Achtung der Freiheit und Vorherrschaft des Gesetzes. Und darum vor allem geht es jetzt auch für die Deutschen in der DDR. Bei aller Freude über die neu gewonnene Bewegungsfreiheit in der DDR dürfen wir nicht vergessen, wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung. Und das Ziel ist doch längst nicht erreicht. Die Menschen in der DDR wollen jetzt die Freiheit in allen Bereichen ihres Lebens. Sie wollen Meinungs- und Informationsfreiheit, eine freie Presse, die nach den Regeln journalistischer Verantwortung informiert und kommentiert und nicht nach der Weisung irgendeiner Parteizentrale. Sie wollen wirklich freie Gewerkschaften, die die Interessen der Arbeitnehmer vertreten und nicht die Interessen des Staates oder einer Partei. Sie wollen das Recht, wirklich unabhängige, freie Parteien zu gründen. Und sie wollen insbesondere freie, gleiche und geheime Wahlen als Ausdruck echter, wirklicher Volkssouveränität. Die Regierungserklärung des neuen Regierungschefs der DDR, Hans Modrow, enthält eine Reihe von Ansätzen, die in die Richtung weisen, in eine richtige Richtung weisen. Es kommt jetzt entscheidend darauf an, wie die Ankündigungen umgesetzt werden. Die Reformen müssen weitergehen und sie müssen unumkehrbar gemacht werden. Alles andere, das sage ich Ihnen voraus, werden die Menschen in der DDR nicht akzeptieren und hinnehmen. Und das heißt auch, dass die Sozialistische Einheitspartei ihren ausschließlichen Führungsanspruch aufgeben muss und dass ihr Machtmonopol aus der Verfassung der DDR gestrichen wird. Das Recht aller Deutschen auf Selbstbestimmung ist nicht verwirklicht. Dieses Recht steht den Deutschen in der DDR selbstverständlich genauso zu wie denen in der Bundesrepublik. Freiheit war, ist und bleibt der Kern der deutschen Frage. Das heißt vor allem, die Menschen in der DDR müssen selbst darüber entscheiden können, welchen Weg sie gehen wollen. Und meine Damen und Herren, Sie haben dabei keinerlei Belehrung notwendig, von welcher Seite auch immer. Sie wissen selbst, und dies ist spürbar, was Sie wollen. Das gilt für die Frage der Einheit der Nation und der Wiedervereinigung selbstverständlich auch. Jeder in Europa und in der Bundesrepublik Deutschland wird die Entscheidung respektieren müssen, die die Menschen in der DDR in ihrer freien Selbstbestimmung treffen. Dies entbindet uns nicht von der Pflicht, klar zu sagen, was wir in der Bundesrepublik Deutschland wollen. Und die Bundesregierung hält fest an dem Ziel, das schon Konrad Adenauer formuliert hat, ich zitiere, in einem freien und geeinten Europa, ein freies und geeintes Deutschland. Und das Grundgesetz, unsere Verfassung, verpflichtet uns zu beiden. Es fordert das deutsche Volk auf, in freier Selbstbestimmung Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden, und es bekundet den Willen des deutschen Volkes, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Beides gehört zusammen. Und beides ist nicht gegensätzlich zu verstehen, sondern als ein gemeinsamer Auftrag für die Zukunft der Deutschen. Freiheit, Menschenrechte und Selbstbestimmung bleiben entscheidende Bauelemente einer Architektur einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Gefragt sind jetzt und heute Augenmaß, Vernunft und politische Fantasie. Und die Menschen in der DDR sind auf unsere Hilfe besonders angewiesen. Und sie brauchen, ebenso wie die Polen und die Ungarn, unsere Unterstützung. Entscheidend wird dabei sein, inwieweit es möglich sein wird, zu einem grundlegenden Wandel in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zu kommen. Ich habe vor dem Deutschen Bundestag vor einigen Tagen erklärt und will es hier wiederholen, wenn ein solcher Wandel jetzt verbindlich, und das ist entscheidend, unumkehrbar in Gang gesetzt wird, dann wird die Bundesregierung zu einer völlig neuen Dimension der Hilfe und Zusammenarbeit bereit sein. Vor allem zu einer Hilfe, die den Menschen ganz unmittelbar zugutekommt. Ich habe darüber telefonisch mit dem Staatsratsvorsitzenden der DDR gesprochen. Der Bundesminister Seiders hat in diesen Tagen in meinem Auftrag zu diesen Themen in Ostberlin die ersten Gespräche geführt. Und ich beabsichtige bald auch persönlich in die DDR zu reisen und dort mit den Verantwortlichen zu sprechen. Meine Damen und Herren, bei der Unterstützung des Wandels in der DDR geht es nicht nur um eine Verantwortung der Deutschen. Es geht, und ich betone das, um eine Aufgabe von gesamteuropäischer Dimension. Denn das, was hier unterwegs ist, berührt zutiefst die Gesamtentwicklung in Europa, ich will es sagen, wenn ich von Architektur sprach, auch die Statik Europas. Und gehen Sie bitte davon aus, wir sind uns unserer besonderen Verantwortung bewusst, auch in diesem Zusammenhang als Partner unserer europäischen Freunde und unserer europäischen Nachbarn. Alle Europäer sind gefordert, und das gilt natürlich vor allem auch für die Gemeinschaft. Ich empfinde es als einen wichtigen Schritt, dass der EG-Kommission in Kürze ein Mandat für Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EG und der DDR erteilt werden soll und dass Kommissar Andriessen Anfang Dezember die Gespräche aufnehmen wird. Die Staats- und Regierungschefs, meine Damen und Herren der Gemeinschaft, haben am vergangenen Samstag ihre besondere Freude über diese Entwicklung in Deutschland geäußert. Sie haben vor allem auch ihre Bewunderung für die Besonnenheit und Friedfertigkeit zum Ausdruck gebracht, mit der die Menschen in der DDR ihre Freiheit durchsetzen. Sie haben ihre Unterstützung für das Freiheitsstreben der Deutschen in der DDR ausgedrückt. Ich bin für diese Haltung, für diese Erklärungen und für diese Bekundungen sehr dankbar. Wir wissen, dass wir allein unsere Probleme nicht lösen können. Die deutschen Probleme sind nur lösbar unter einem europäischen Dach. Das gilt für uns in der Bundesrepublik Deutschland, das gilt selbstverständlich für die Deutschen in der DDR. Und um ihre Freiheit, meine Damen und Herren, geht es ebenso wie um die Freiheit der Polen, der Ungarn, um die Zukunft der Menschen in der Sowjetunion, um die Zukunft der Tschechen, der Slowaken, der Bulgaren und der Rumänen. Es geht um die Freiheit des einen Europa. Es geht um eine Zukunft in gemeinsamer Freiheit für alle Deutschen und für alle Europäer. Lassen Sie uns in diesem Geiste gemeinsam für eine gerechte und dauerhafte Friedensordnung für ganz Europa arbeiten. Die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, ihren Beitrag zu diesem großen Werk zu leisten.